Rockstar Games Presents LA Noir. Oder wie man es auch immer aussprechen mag. Team Bundy! Ja, das ist das Intro davon. Bla bla bla, ein Haufen Mist, der keinen Menschen interessiert. Mhm, die Handlung des Videospiels ist frei erfunden, aha, und spielt in Los Angeles der 40er Jahre, die dargestellt. Dann downloaden wir doch nochmal irgendwie ein bisschen was, oder zumindest will er das. Und dann heiße ich euch jetzt hier in diesem wunderschönen Anfangsmenü herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ich habe es nur von ein paar Freunden empfohlen bekommen. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, was jetzt hier so genau auf mich zukommt. Ich weiß nur irgendwas von Detektivarbeit, so sinngemäß, oder Polizeiarbeit. Und ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe vorhin nochmal kurz reingeguckt, um die Sounds natürlich wieder einzustellen. Wie immer ist ja immer der gleiche Kram. Ja, labern wir gar nicht lange. Auf geht's. Gucken wir doch mal, worum es denn eigentlich geht. Wenn er dann fertig ist mit Speichern. So, auf geht's. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. Quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. City of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Ja, da haben wir gerade gut den Aufschwung von LA gesehen, also Los Angeles. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Get a 16 William request uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Okay, jetzt sind wir hier also am Zuge und müssen jetzt erstmal zum Tatort fahren. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Da rasen wir jetzt einfach mal ein bisschen hin. So, und hier muss es sein. Genau. Okay, wir spielen also Polizisten, das ist schon mal ganz, ganz klar. Tatort in einer Gasse. 10:10 Uhr. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys.
The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurried up, Floyd. We I'm got places here. To be. Happy hunting. Ja, der ist ja auch ganz sympathisch, der junge Mann. Okay. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Okay, wir sollen jetzt hier die Schauplätze gründlich durchsuchen. Das ist die Frage, inwiefern wir denn gründlich durchsuchen können. Look at this junk. Aha, die Lautstärke der Musik verringert sich, es werden akustische Signale, Controller-Vibrationen oder ein Lupensymbol verwendet. Oh Gott, der Hilfemeister, kannst du hier ausschalten, wie größer ist. Job, to pick through other people's trash. Okay, mit Leertaste können wir ihn ansprechen. What do you think? Have a good look around, it could be anywhere. Naja, okay. Kann man denn irgendwie eine Aktion ausführen, dass man die findet? What have you got, Phelps? Anything? Nope, noch nicht. Jesus. Cole, come take a look at this. Oh, da wurde er wohl getroffen. Okay, mit einem akustischen Signal oder einem Lupensymbol. Und mit linker Maustaste können wir das untersuchen. I tell okay. you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. We're never gonna find it. It's a waste of time. Okay, mit der rechten Maustaste kommen wir wieder raus. So, der Typ hat ihn hier erschossen und ich würde ja hier reinrennen. Ah, da oben. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Okay, irgendwie kommen wir da jetzt hoch. Hier können so alle Spider-Man die Wände hochklettern, oder was? Eigentlich wäre es ja am sinnvollsten, da einfach durch die Tür zu gehen. Aber das können wir wahrscheinlich nicht. Nee. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Genau. Kann eigentlich auch schneller gehen. Ja, er kann hier ein bisschen laufen. Bewege dich auf das. Okay, wir können hier das Abflussrohr. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Was? Ja, genau. Ach, die liegt da gar nicht drauf. Das hat sich da drin gespiegelt. Ach, du Scheiße. Wie logisch ist das denn bitte? How you doing, Cole? Ja, fass sie erstmal an. Mit WSAD kannst du ein Objekt manipulieren und nach interessanten Stellen suchen. Halte die Position, sobald die Kamera leicht zoomt, damit die Kamera ganz herunzoomen kann. Smith & Wesson, Serial S71893. Okay. Da fehlt aber... Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Achso, doch, daran erkennt man es, genau. Dachte gerade, woher weißt du, dass da zwei Schüsse abgefeuert sind, aber man sieht es, dass da der Schlagbolzen drauf geschlagen hat. Okay. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Okay, hier können wir uns also unser Notizbuch holen. Warte mal, ich wollte da eigentlich nochmal kurz... Ah, okay, so können wir uns da fortbewegen. Okay, kann man da was... Männliches Mordopfer schwarz, zwei Schüsse aus nächster Nähe. Blutfleck. Blutspritze an der Tür und am Boden der Gasse. Okay. Ja, hier zwei Schüsse abgegeben, das passt ja schon mal ziemlich gut. Ups, ne, da macht man das wieder zu. Muss mich hier gerade ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ist jetzt alles nicht ganz so leicht. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Für eine Show some initiative, Ralph.
and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Na, dann wollen wir das da doch mal hinbegeben, oder? So, ich beeile mich jetzt aber mal ein bisschen. Weil wir wollen ja jetzt hier nicht langsam wieder zurücklatschen. So, jetzt habe ich gerade so eine ätzende... The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little boy scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up grunts and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Okay, mit E können wir hier wieder einsteigen. Und ich wollte gerade sagen, ich habe hier so eine nervige Fliege, deswegen... Huch. Okay, jetzt können wir da nochmal drauf und dann... Ja, komm. So, achso, jetzt haben wir das da Teil als Zielort festgelegt. Und dann fahren wir da jetzt einfach mal hin. Ja, die Steuerung der Autos ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gerade weil ich eigentlich nie Autofahrspiele spiele. So, hier müssen wir mal eben anhalten. Kann ich auch mal auf eine allgemeine Karte gucken? Oha, ja, meine Güte. Recht groß, die ganze Gegend. Und am besten wäre es, wenn wir jetzt hier erstmal links abbiegen und dann gleich die Hauptstraße langfahren, glaube ich. Wart, wart, wart. Bist du auch grün? Ja? Nein? Vielleicht? Hallo? Ampel? Aha, jetzt. So. Oh, ich glaube, das war doch nicht so richtig. Ich glaube, ich habe mich verguckt auf der Karte. Aber egal. Wir finden schon einen Weg. Da generiert sich die Welt manchmal ein bisschen seltsam. Ach komm, Ruhe. Ich bin noch nicht geschickt im Autofahren. Ich habe doch bisher nur einen Euro Truck Simulator gespielt. Und da fahren sich die Trucks irgendwie ein bisschen schicker als hier. Muss ich sagen. Aber wir haben auch keine Sirene am Auto. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach mal Blaulicht anmachen und hier durch die Gegend heizen. Und dann ist nämlich alles gerechtfertigt. Ah ja, jetzt sind wir gleich da. Okay. Ja, komm. So, weiter geht's. Und dann hier links rein. Ja, jetzt bremst doch nicht einfach, Biatsch. Alter. Ja. Ich hasse Autorennspiele, Autofahrspiele. Alles, was mit Autos zu tun hat. Ja, ja, komm, Schnauze. So, da drüben ist der Waffenladen, warum? Ich vermisse Blinker. Hilfe. So, da drüben ist schon der Waffenladen und wir stehen hier an der Ampel. Yay. Autofahren ist so toll. Und er fährt dann nicht, der Dulli. Ja, jetzt mach's. Warum fahren die denn nicht? Ah! So, mir egal. So, da sind wir am Waffenladen angekommen. Ja, das war ja toll. Und dann gehen wir auch direkt mal rein. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27 registered Magnum. Chambered for 357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Okay, dann sind wir jetzt hier bei den Aufträgen. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Was? Modell 27 oder 24? 24 war es, glaube ich, ne? Ja, nein. Da? Nee, das ist aber nicht richtig. Ähm,
Ich hab die Nummer vergessen. Ich bin doch alt. Ups. Ich will's nicht zumachen, ich will's nochmal reingucken. Sagt er mir die Nummer vielleicht nochmal? Nee. Walnuss stimmt nicht. War irgendwie ein Permutgriff oder irgendwie sowas. Das überfliege ich jetzt gerade mal. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Gless Street, ordered the gun in February 46. Ja, das war sie. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Na, wer sowas schon sagt, der hat doch auch Dreck am Stecken, oder? We call it in. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din.